I'm here. At once. You hear that? Whispers in the darkness. Whispers from the grave. There'll be a whole lot of hostile down here, Cap. Be keeping a weather eye open. Ja. Hörst du das? Flüstern in der Dunkelheit, flüstern aus dem Grab. Da unten ist eine ganze Menge gesorgt, dass uns an den Kragen weg, Captain. Ich werde meine Augen offen halten. Das durchscheinende Gesicht einer Orleanerin leuchtet vor dir. Sobald du dich näherst, schimmert es. Du wirst von einer Flut verwirrender Gedanken verschluckt. Nach der Seele greifen. Als deine Gedanken sich hin zur verirrten Seele ziehen, beginnt die Anwesenheit anderer Geister sich am Rand deines Bewusstseins bemerkbar zu machen. Du spürst, dass sich ihre Wut nicht nur auf die helle Seele richtet, sondern gegen dein Eindringen. Grauenhafte Bilder ziehen blitzartig an dir vorbei. Sadistische Mörder, gewaltsame Folter und Schlimmeres. Ein Dröhnen von gehässigen Flüstern überwältigt deinen Geist, als die Verdorbenen sehen ihre grausamen Verbrechen berichten. Sie erfreuen sich an der Angst ihrer Opfer. Die Verwirrung der hellen Seele nimmt ab. Sie wird gestärkt durch deine Anwesenheit und scheint mit einem stetigen azurblauen Leuchten. Die flüsternden Seelen ziehen sich in die Schatten zurück. Dein Gesicht hält sich auf. Du richtest deine Wahrnehmung auf die helle Seele aus und sie versucht ebenfalls mit dir Kontakt aufzunehmen. Die Welt verschwindet langsam. Du schreckst aus dem Schlaf auf und kannst nicht atmen. Jemand hält dir mit der Hand den Mund zu. Ihr Griff ist so fest, dass du das Salz und in dem Schweiß dieser Person schmecken kannst. Du wirst von zwei, nein, drei dunklen Gestalten aus deinem Bett gezerrt. Sie schleppen dich schreiend die Treppe hinunter und schmeißen dich auf die Straße. Du rappelst dich auf, wirst aber gleich wieder schmerzhaft zu Boden geworfen. Straff gespannte Seile beißen in das Fleisch und an deinen Handgelenken. Mörder klagt einer an, Verräter schreit ein anderer. Deine Nachbarn sehen vom Fenster aus zu, ihre Münder stehen weit offen. Keiner von ihnen kommt zu Hilfe, sie wenden sich ab, als du ihren Namen brüllst. Du führst einen Stoß an den Hinterkopf, dann umfasst dich die Dunkelheit. Als du wieder das Bewusstsein erlangst, spürst du, dass deine Knie schmerzhaft auf dem kalten Sandstein ruhen. Du hast nichts verraten, niemanden getötet. Verwirrung und Schmerz schwingen in jeder panischen Bitte mit. Harte Augen starren dich durch Schlitze in einer ausdruckslosen Maske an. Du findest keine Gnade in ihnen. Es wird etwas geredet, aber durch das rhythmische Pochen in deinem Kopf verlieren sich die Worte. Das kann doch nicht sein. Die maskierte Figur verlangt Gerechtigkeit. Ein Schwert wird geschwungen und du spürst den heißen Biss von Stahl an deinem Nacken. Das Vergessen rollt über dich wie die Gezeiten. Plötzlich bist du wieder in der Ruine. Der verwirrte Geist bittet dich ohne Worte. Sein schimmerndes Leuchten ist fast kindergleich. If you've seen what you need to see, Watcher, I'd like to fulfill my duty and reap this soul. Will you allow it? Wenn du gesehen hast, was du sehen musstest, Wächter, würde ich gerne meine Pflicht erfüllen und diese Seele ernten. Wirst du es erlauben? Soti hebt einfach ihre Lampe. Das Licht streift ihr Gesicht etwas geisterhaft. Adolf summt zustimmt. Dann mach schon. Mit einem klappernden Beben flackert die jenseitige Flamme der Laterne auf und die Seele wird hineingesaugt. Ein kräftiges Schauen reißt Soti nach vorne und sie stöhnt. Schweiß perlt auf ihrer Stirn. Eifersüchtiges Flüstern kehrt mit neuer Bosheit zurück. Die Schuld der Verdammten lässt sich auf dir nieder und eine unheilige Kälte, die tief in deine Knochen sinkt und dein Knochenmark in einem Strom aus Eis verwandelt. Unnatürliche Schatten tanzen in der Dunkelheit um dich herum. Okay, das sind Schatten. Alof. So. Das war ein guter Kampf. Indeed.
Können wir ein bisschen Geld abstauben. Hm? Schwarzpulver und Höllenkorallen auch noch. Höhlenkorallen, nicht Höllenkorallen. Hm, der Trank ist nicht schlecht. Was ist das? Obsidianblättchen. Ach ja, was haben wir denn so jetzt noch an Ausrüstung? Ich habe hier nämlich noch einen Umhang des Schutzes. Jo, der ist für Edda nicht schlecht. Bei Alof bin ich mir halt mit Stäben nicht so sicher, ob er den nicht mal versuchen sollte. Lassen wir es mal so. Hm. Er könnte seine tolle Streitaxt gegen das Ding tauschen. Wenn er mal in den Nahkampf muss. Und ich frage mich gerade, ob fünf Leute... Irgendwie sieht das schon danach aus, als ob fünf Leute das Maximum ist, was ich jetzt in der Gruppe haben kann. Na guck mal, wir sind hier unten schon am Rand. Yes? Of course. Ha. Das werden wir ja sehen, wenn es soweit ist und wir ein sechstes Gruppenmitglied anheuern. Ah ja, die Geister hier gehen. Bin mal gespannt, ob das jetzt die letzte Ebene ist oder ob wir noch eine Ebene finden werden. Blutige Notiz. Gefährliche Kreaturen haben sich an diesem heiligen Ort niedergelassen. Sollte es wohl Dikas Wille sein, dass sie hier bleiben, dann dürfen wir es uns nicht erlauben, sie zu stören. Des Weiteren solltet ihr nicht vergessen, dass wir nicht als Plünderer hier sind. Jeder, der beim Stehen erwischt wird, wird vom Bürger zur Rechenschaft gezogen. Lasst euch Kurtvians Tod eine Lehre sein, Inquisitor Lötwin. Warum habe ich so ein ungutes Gefühl, was hinter dieser Tür lauert? Ah, nur ein Höhlenkäfer. Also mehrere Höhlenkäfer. Käfermaden. Ah, Alof. So, du machst mal den. Happy to oblige. I hear you. Madenhöhlen, die sollten wir kaputt machen, damit da nicht noch mehr rauskriegen. So. Zepter. Hm? Noch mehr Obsidiansplitter. Ist das eigentlich Geld? Oder sind das Materialien? Ach, Kopf von Meryl als wahrscheinlich Kopfgeldjägerauftrag, ne? Also das Obsidianzeug sieht so aus, als ob's. Larven.
Da ist noch mal was zum Dranziehen. Und das ist auf jeden Fall Geld, das weiß ich. Das wurde nämlich jetzt gerade hinzugefügt. Was ist hier? Du spürst eine leichte Brise, die durch den Riss in den Stein darüber weht. Eine einsame Katze? Peter. Du hast den Gegenstand Peter erhalten. Aha. Das heißt, ich habe schon zwei Katzen jetzt. Ja, Goscha und Peter. Wirkungsbereich. Verursacht ein Wirkungsradius-Angriff mehr Schaden und alle Gruppenmitglieder einen Bonus auf den Wirkungsradius. Hm. Ich frage mich aber immer noch, was hier mit dem Expertenmodus schiefgelaufen ist. Ja, weil hier die Hervorhebung des Wirkungsbereichs sollte eigentlich aus sein. Naja gut, wahrscheinlich hat es das irgendwie nicht richtig genommen beim ersten Mal. Bei den Expertenmodus hatte ich eigentlich nicht ausgeschalten. Oh, Sporlinge. Ich würde sagen, gucken wir erstmal durch die... Naja gut, das macht hier nur eine Abkürzung auf oder zu. Nice and quiet. Naja, nee, nicht ganz. Ah, noch eine Treppe runter, Suppi. Oh, und noch ein Räumchen. Der Lauf der Zeit hat diesen Abschnitt der Wand ziemlich geschwächt. Du spürst eine leichte Brise, die durch die Risse im Stein weht. Du vermutest, dass die Wand mit ein bisschen Kraft zum Einsturz gebracht werden kann. Brecheisen benutzen. Du versuchst, Kraft aus das Brecheisen zu üben und die Wand beginnt zu zittern. Wenn du so weitermachst, gibt es keine Möglichkeit, das weiter zu suchen, bevor die Wand auf dich fällt. Aufhör, das Brecheisen zu verwenden. Versuchen, die Wand niederzureißen. Edda? Ja, Edda schmeißt sich gegen die Wand, die sich aber nicht bewegt. Edda taumelt zurück und zieht vor Schmerz eine Grimasse. Ah, verdrehte Schulter. Weiter daran ziehen. Große Verwundung, okay. Das heißt, wir sollten demnächst rasten. Trank von Ringlis Abschluss im Antlitz. Hm. War auf jeden Fall schön viel Geld drin. So, das heißt, ich werde jetzt eine Rast einlegen. Die beiden können ruhig wieder Schiffszwieback essen. Weil ich sehe gerade nicht ein, warum ich buffen sollte. So. Will ich noch die Feuchtspuren probieren? Irgendwie habe ich noch den großen Drang dazu, ein paar Minuten weiter zu spielen, aber auf der anderen Seite bin ich jetzt schon an der Aufnahmesession. Ach, ich speichere einfach und dann machen wir das nächste Mal. Das ist jetzt LP006 dann eigentlich. LP006. Da gibt es hier erstmal einen Cut. Was können wir eigentlich jetzt so kochen mittlerweile? Noch gar nichts. Wir können Schriftrollen und alles machen, aber wir können noch nichts kochen. Wir können zum Beispiel noch keine gebratene Hackfresse machen.
Oder ein herzhaftes Frühstück. Oder mit einem leuchtenden Hummer und Austern. Ein Bankett des Captains. Ein Krustenschwertfisch könnten wir auch nicht machen, weil dafür bräuchten wir Schwertfisch. Und Morara-Koralle. Ja, gut. Also, hier jetzt ein Cut. Bis gleich.